Hi folks and welcome back on the Dead Deer Ranch. Hallo meine Freunde. Er kann es nicht lassen. Ne? Nee, kann es nicht lassen. Ich mag das irgendwie mit der Dead Deer Ranch. Ja, heute haben wieder Sebastian und Detlef dabei. Hallo. Hallo. Abend schön. Und es könnte sein, dass der Dieter ja nochmal wieder dazukommt. Mal schauen, wie lange der mit seinem Hund spazieren geht. Ja, wir haben festgestellt, wir können tatsächlich keine Wurzelfrüchte einlagern. Jetzt ist der Detlef so intensiv damit beschäftigt, die Wurzelfrüchte abzuernten, die Zuckerrüben. Aber wir haben nichts. Und deswegen haben wir kurz entschlossen, was macht man, wenn man die Dinger nicht einlagern kann? Da muss man dafür sorgen, dass mehr in den Futtertrog geht. Und wie geht mehr in den Futtertrog? Das geht, wenn man mehr Schweine hat. Ich finde das absolut sauber hergeleitet, extrem clever. Und deswegen kauft Detlef gerade einfach mehr Schweine. Das ist schon passiert, ja. Hat er schon gemacht. Hat er. Ja, ein Träumchen. Komm, ich fahre ein kleines Rundchen. Oder hast du was dagegen? Nichts Effektives. Boah. Oh. Wenn das hätte, würde das auch einsetzen, ne? Genau. Wir haben echt nichts für. Oh, das ist ja. Also, es gibt hier nichts, aber auch gar nichts für Wurzelfrüchte. Wieder jemand wie, aber dass es auf dieser Karte nichts gibt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Na gut, du kannst wahrscheinlich die. Wo kannst du die bestimmt hinlagern? Irgendwo gibt es das bestimmt. Wir übersehen garantiert irgendwas auf dieser Karte. Ja, weißt du, was du machen könntest? Du könntest ins Bahnsilo einladen. In den das stimmt, ja, da geht alles rein, das ist wahr. Da fährst halt ewig, bis es dann da oben hast. Aber, ja. Also entweder ja, Train Station 1 oder Transport Hub Nord. Naja, gut, wir fahren aber jetzt nicht. Also, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache eigentlich, ne? Die Bahn, ja, gut, sieht das dafür zu missbrauchen. Transport Hub Nord geht ja noch. Das ist ja nicht so weit. Bahnsilo Ost. Wo sind Train Station 1 ist ja noch dichter. Das ist ja wäre auch nicht so. Das ist wie der Shop. So auf der anderen Seite. Also das wird ja auch noch gehen. Transport Hub Nord. Ja. Ja, könnte man theoretisch machen. Also, wenn dann nee, unten rechts. Ja, ich sehe es. Die. Also das ist ja... Oder was kriegen wir für Zuckerrüben? In der Zuckerfabrik kriegst du 379 Euro steigend. Das ist natürlich auch wahr. Wir können natürlich auch immer hin und wieder mal Zuckerrüben machen und einfach dann den Rest vertickern. Oder halt beim nächsten Mal, wenn wir sowieso wieder mal Hammer draufnehmen, einfach mal so ein Erdfruchtlager mit draufnehmen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Brauchen wir denn dann als nächstes hier auf dem Feld? Das ist eine sehr clevere Überlegung. Was brauchen wir denn noch für die Tierversorgung? Die Schweine sind safe. Hafer? Haben wir. Also wir bräuchten noch. Also Mais hätten wir, okay, für die Schweine. Wir brauchen Weizengerste. Haben wir noch Weizengerste im Lager? Ja, okay, ein bisschen. Also zusammen sind es 90.000. Hafer, wir könnten Hafer, weil wir haben Hafer, haben wir 9.000 Liter im Lager. Ja, dann lass uns mal eine Runde im Hafer machen. Da haben wir auch Stroh nochmal raus. Ja. Noch irgendwie ja, Sojabohnen, Raps oder Sonnenblumen. Was haben wir denn? Wir haben auf der 26 haben wir was gepflanzt. Und also haben wir auch nicht so viel von. 26 haben wir Soja angepflanzt. Okay, dann ist ja alles gut.
Genau aus dem Beweggrund, dass wir da ein bisschen Kohle mitmachen können. Ja, aber müssen wir mal Geld machen, das stimmt wohl. Wir können übrigens auch Mist für 900 Euro in die BGR fahren. Ich finde, das lohnt sich dann auch schon wieder. Stimmt. Und Gülle und nimmt die BGR auch für 720. Ein Megakurs. Mhm. 900 für Mist. Ja. Einfach mal aus Mist Gold machen. Wollte Leonardo da Vinci schon. Der hat Blei genommen, aber der hätte mal besser mit Mist versucht. Ja. Aber da gab es noch keine BGA. Das ist auch wieder mal. Ich glaube, das ist kurz nach Leonardo da Vinci, glaube ich, jetzt nachher. Ja, der olle Leonardo, da feiert man den als den größten Erfinder seiner Zeit und noch nicht mal an die BGA hat er gedacht. Ja. So ein Dackel. wie sind das denn? Düngerherstellung, haben wir gesagt, brauchst du nur Mist, oder? Ja. Also ist üblich auf jeden Fall bei den Karten. Denke mal, das sollte hier auch so sein jetzt. Wobei ich. Siehst du nicht, oder? Ne, stimmt. Mist, Gülle oder Gäre ist der eins von dreien. So interpretiere ich das. So. Wenn du jetzt mal das Rechnen anfängst. Wir kriegen für 1000 Liter Mist 900 Euro. Ein Big Pack Dünger, Mineraldünger, kostet uns, da kostet uns 2000 Liter 1920. Also 860 Euro. Mhm. Das heißt, es ist für uns finanziell lukrativer. Wir fahren den Mist in die BGA und kaufen Dünger. Den Dünger. Ja, nicht viel, nicht, aber. Ich wollte sagen, ist nicht viel weg, aber ja. Wir können aber, wir machen die Düngerproduktion trotzdem auch, also für die paar Euro. Ob wir dann kaufen, dann können wir unseren Mist auch schön, finde ich. Und wenn du fährst ja auch, hast ja auch mal die Fahrwege, den Spritkosten dahin und das Holen und die Arbeit. Ja, jetzt rechne ich aber mal, die Düngerproduktion kostet. Ja, das stimmt, das ist ein Minusgeschäft, da hast du schon recht. Ja, okay. Warte mal. Es wäre das wirklich nur, um es mal gemacht zu haben. Dann machen wir es. Irgendwann amortisiert sich das doch. Ja, genau. In 400 Millionen, 25 Trilliarden Jahrzehnten. So, was kostet denn die alte Düngerherstellung? 225.000. Das Gebäude. Okay. Da wir Schnapper. 40 Euro pro 1000 Liter verdienen. So. Rechnen wir mal schnell hoch, wie viel 1000 Liter wir da machen müssen. Ungefähr so 5000 Mal. Mal 1000 Liter Dünger. Ja, das. Nee, weil machen ist ja ein Minusgeschäft. Eigentlich. Ja, machen wir so ungefähr. Echt, machen ist Minus. Ja, stimmt, weil wir für Dünger weniger zahlen, als wir für den Mist bekommen. Richtig, dann ist sogar Minus. Das heißt, wenn wir das 5000 Mal machen, dann haben wir nochmal 200.000 draufgelegt. Ja, Moment. Darf ich noch kurz was einwerfen? Darfst du. Nein. BGA bringen für 900, dann kriegen wir doch hinten die Gärreste raus, oder? Das ist wahr. Stimmt, dann machen wir Mist zu richtigen Gold. Alter. Ich will mit den Gärresten die Dünger herstellen. Stimmt. Geht das denn? Ja. So, also, ja. Laut Display würde ich das so deuten. Ich deute das wie Mist, Gülle oder Gärreste. Also wenn du anwählst und platzieren willst und ranzoomst, steht Mist, Gülle, Gärreste und du hast ein Display dafür. Das stimmt. Nee, das ist richtig. Hier steht ja auch hier drauf. Ja. Das ist doch... Ja, mega. Also... Dann sieht das wieder ganz anders an. Dann sieht das wieder völlig anders aus. Ja, also Gülle und Mist in die BGA und die Gärreste in die Düngerherstellung. Genau. Boah, welch perfider Plan! Es gibt,
Detlef, es geht wieder los. Ich glaube, wir sollten die Endwechsel ausschalten. Sonst schwitzt auch noch mit denen. Achso, die sind voll. Okay, jetzt hab ich ein anderes Problem. Wo lasse ich jetzt meine Zucker rüber? Was hatten wir gesagt? Train Station Nord, oder? Train Stop 1, weil irgendwie hier, da, runter Train hier. Train Station 1. Ja. Dann fahr ich da jetzt mal mit dem Ruder hin. The Train Station 1. Was, du kannst doch deine Kröger einladen, oder? Du hast doch da genug rumstehen, oder nicht? Du, der fährt auch 43 hier, der alte. Auch wieder. Dass ich das angehängt habe, umgebastelt habe, eingeladen habe, bin ich auf den hingefahren. Eigentlich, ich werde mir irgendwann nochmal die Drehschimmelkröger kaufen, ne? Mach, was du möchtest. Stell sie aber irgendwo hin, wo man sie nicht sieht. Also gerade für Zuckerrüben ist es halt echt so ein bisschen der... Ja, sieht das auf jeden Fall an. Das ist logisch, der Style. Ja, also, komm, da muss man auch sagen. Das ist total. Ja, das ist sicher. Also wenn hier am Niederrhein Zuckerrüben-Traktoren noch fahren, dann nur mit Drehschimmeln. Ja, das ist so. Ich bin sogar, glaube ich, auch die meisten Ankäufer haben auch ein Schild da hängen. Ohne Drehschemel geht hier nichts. Komm, nicht auf die Idee, hier ohne Drehschemel aufzutauchen. So, jetzt hoffe ich mal lieber, dass ich mit dem Holmer hier hinkomme, wo ich hin will. Oh oh. Oh. It's up the hill, hä? Huh? Oh. Oh, 700 PS, also wir schaffen, ne? Ich fahre ja noch ganz entspannt mit 49. Nur die Frage, ob er auf der irgendwo so einen Trigger hat, wo ich mit dem Rohr rankomme. Tendenziell eher nicht. Wenn die einfahren. Achso, ich hier noch rüber. Ja. Aber Futtermais sollten wir doch dann auch erstmal genug haben, oder? Der Schweinchen. Wir haben drin 18.900 Liter und wir sind nicht ganz halb voll. Okay, wo ist denn der Rest? War der Joskin war doch hier, der Drakar war doch schon voll, oder? Ja, den habe ich ins Silo gekippt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich abgekippt habe, war ich nicht so viel Schweine da. Okay. Gut, aber dann haben wir ja trotzdem auf jeden Fall erstmal satt. Ja. Sag doch, was das voll ist. Achso, ja. Pff. Bin voll. Ja, jetzt lässt über die Fahrerkabine. Na Gott. Warte, bleib einfach stehen. Ja, bleib du mal stehen. Kein Gemecker in dem Trecker. Oh, aber sicher. Obwohl ich tatsächlich gestern Abend, als wir hier so früh morgens gespielt, also in-game früh morgens gespielt haben, fand ich die Lichtatmosphäre deutlich schöner noch. Das ist auch was, also das ist so ungefähr die Lichteffekte, die man auf der im LS17 auch hatte. Okay. Finde ich jetzt so Mittagssonne ist so ungefähr die Größenordnung. Und das muss man einfach, das kann mir jeder sagen, was er will, aber das ist das große Highlight vom 19er, dass der diese ganzen Lichteffekte hat, dass der Schattenwürfe hat, dass der diese Wettereffekte hat, dass Wolken auch wirklich Einfluss auf das Licht hier haben, auf Sonnenauf- und Untergänge. Das macht es schon deutlich schöner. Das Problem ist, du erzählst es jetzt jemand, der den 17er nicht gespielt hat und dem anderen, den sich sowas nicht interessiert. Das ist richtig, ja. Eigentlich erzähle ich es hier so in die Runde, weil die Zuschauer ja auch noch da sind. Die vergesst ihr ja manchmal. Ja. Nö. Und ich tippe mal darauf, die gehören zur letzteren Fraktion. Die ist nicht interessiert? Ja. Oh, liebe Zuschauer, das ist eine Challenge. Ist doch mal eine Challenge. Jetzt brauche ich dringend von euch die Info. Achtet ihr auf Texturen, auf Lichteffekte? Findet ihr sowas gut oder ist euch das egal? Hauptsache, der Drescher rollt. Oder drischt oder was auch immer. Da macht doch mal bitte eine Abstimmung.
Genau, schön in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Genau. Und wenn ihr gerade dabei seid, Däumchen nicht vergessen, ne? Ja, genau. Jetzt, just in diesem Moment, wir sind nämlich gleich am Ende dieser Folge angekommen, macht es Sinn, euch zu überlegen, findet ihr das gut, was wir hier gemacht haben? Aber bitte, denkt drüber nach. Ne? Wir machen noch 2-3 Minuten. Währenddessen könnt ihr genau drüber nachdenken. Findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Trefft eure Entscheidung bitte nicht leichtfertig. Trefft eure Entscheidung jetzt. Ja. Trefft eure Entscheidung bitte sofort, bevor Mario noch weiter quasselt. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn YouTube angeht. Haben wir den Joschkin gerade im Einsatz? Bitte? Yep. Ist der Joschkin gerade im Einsatz? Weiß nicht, wie voll bist du, Mario? Ich bin bei 47%. Okay, dann ich nehme den Krüger eben, kein Problem. Ja, warte, ich komm. Krüger angehängt, ich bin schon unterwegs, alles gut. Jetzt will ich dir einmal helfen. Echt ein einziges Mal. Ich weiß. Ich sehe auch den guten Willen und finde es auch total toll. Total toll. Oh, du bist so nett. Ja, ja. Kommt jetzt noch als nächstes. Ja, ist okay. Nein, ich finde ich wirklich gut. Liebe Zuschauer, ob Detlef und Sebastian sich jemals wieder vertragen werden oder ob diese Folge von Winter der Leidenschaft, Dead Deer Ranch, oder ob Detlef in diesen Dingens reinfährt, in den Flug reinfährt. In den Flug? Was? Nein, ist er nicht. Das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Drescher Fun of Dead Deer Ranch. Howdy, guys! Bye, folks. Bye-bye.